Montagabend im Rheinland. In den Tennishallen des RTHC Bayer Leverkusen kommt der Trainingsbetrieb so langsam ins Rollen. Mit dabei der 15-jährige John und Timo, 14 Jahre alt. Beide spielen unter Anleitung ihres Trainers Niklas Höfgen seit einigen Jahren leidenschaftlich Rollstuhltennis. Eine Variante für Menschen mit Gehbeeinträchtigung. Die Gemeinsamkeiten mit dem Tennis von laufenden SpielerInnen sind viel, viel größer als die Unterschiede. Also die Schläger, die Bälle, die Felder, die Regeln, die Zählweise und so sind alles gleich. Der einzige Regelunterschied ist, dass der Ball zweimal aufspringen darf. Das und alles andere, was ambitionierte Rollstuhltennisspielerinnen wissen müssen, bringt Niklas auch Timo und John bei. Dabei verfolgt er eine ganz einfache Philosophie. Tennis ist erst einmal Tennis. Und eine Vorhand ist immer eine Vorhand, egal ob jemand zum Ball hin läuft oder zum Ball hin rollt. Das heißt, mein Anspruch ist schon, aus den Leuten wirklich gute, technisch solide, taktisch gut ausgebildete TennisspielerInnen zu machen. Genau daran arbeitet auch John, der schon jetzt große Ziele für seine Tenniskarriere hat. Ich will auf jeden Fall die ganz großen Turniere mitspielen und auf jeden Fall irgendwann Top 10 stehen. Der Weltrangliste bei den Herren. Leistungsorientierte Nachwuchstalente wie John und Timo sind nur ein Teil von Niklas' Arbeit. Denn der 31-Jährige ist zusätzlich mal eben auch noch Trainer der Rollstuhltennis-Nationalmannschaft und leitet für die Gold-Krämer-Stiftung das Projekt Tennis für alle. Ehrenamtlich arbeitet er außerdem als Referent für Inklusion beim Deutschen Tennisbund. Ein Job, den Niklas am liebsten gar nicht hätte. Eigentlich arbeite ich permanent an meiner eigenen Abschaffung des Referenten für Inklusion und Parasport, den es nicht geben müsste, wenn Inklusion und die Teilhabe von SportlerInnen mit Behinderung an allen Aspekten des Sports, der Bildung, der Arbeit unserer Gesellschaft mitgedacht werden würde. Noch ist Niklas aber nicht zu ersetzen. An diesem Montagabend gibt er nach den beiden Jungs auch noch einer Gruppe erwachsener HobbyspielerInnen Training. Hier geht es nicht um Weltranglisten und die große Tenniskarriere. Im Vordergrund stehen andere Aspekte. Es macht einfach jedes Mal total viel Spaß, hier hinzukommen. Die Leute sind nett. Niklas ist ein super Trainer. Und ja, man kann sich auspowern und es macht einfach Spaß. Genau dafür wurde das Projekt Tennis für alle ins Leben gerufen. Im Vordergrund stehen das soziale Miteinander und ein aktiver Lebensstil. Auch Menschen mit Gehbeeinträchtigungen, die Spaß an Sport haben, sollen Teil der Tennisgemeinschaft sein. Alle unsere Teilnehmenden sind auch eingebunden in reguläre Tennisvereine, weil wir eben probieren, raus aus der Blase des Behindertensports zu kommen, hinein in die regulären Vereine. Tennis für alle sorgt dafür, dass dieses Vorhaben immer besser gelingt. Niklas hat daran einen großen Anteil, doch auch für ihn sind Abende wie heute in Leverkusen lehrreich. Ich würde sagen, dass mein Tennistraining in allen Aspekten extrem davon profitiert, dass ich auch Training mit SportlerInnen mit Behinderung mache. Also mein Training ist viel exakter, viel detaillierter geworden. Mein Fehlersehen und meine Feedbackkultur sind besser geworden, seit ich auch mit SportlerInnen mit Behinderung arbeite. Dieses Feedback nehmen die SpielerInnen auch bis in die letzten Sekunden des Trainings gerne an. Noch ein paar Tipps für die Vorhand, die letzten Bälle in den Korb. Und dann hat auch ein Referent für Inklusion, Projektleiter und Nationaltrainer mal Feierabend.